So, Martin, dann mal Butter bei die Fische. Servus oder Moin? Boah, eigentlich beides, aber Moin. Martin oder Hanno? In Bremen hat alles mit Hanno begonnen, deswegen gerne Hanno. 14 oder 34? 34. Vollbart oder Drei-Tage-Bart? Von der Nase muss abgelenkt werden, Vollbart. Lange Haare oder kurze Haare? Ach, wenn ich hier so in die Runde gucke, dann muss ich es genießen, dass ich noch lange Haare tragen kann. Piercing oder Tattoo? Tattoo. Tor oder Torvorlage? Beides sehr wertvoll, aber dann doch lieber das Tor. Mittelstürmer oder hängende Spitze? Oh, hängende Spitze. Notbremse oder Gegentor? Notbremse. Shitstorm oder Sturmlauf? Sturmlauf. DFB-Pokal oder Bundesliga? Bundesliga ist Tagesgeschäft, aber der DFB-Pokal ist und bleibt was ganz Besonderes. Flutlichtspiel oder Länderspiel? Boah, auch beides wertvoll. Länderspiele mache ich keine mehr, deswegen freue ich mich auf jedes Flutlichtspiel. Und wie war es vorher? Ja, schwierig. Also Flutlichtspiele sind was ganz Großartiges, ein besonderer Flair, eine besondere Stimmung. Länderspiele, sein Land vertreten zu dürfen, international gegen große Kaliber, auch immer jedes Spiel eine eigene Erfahrung, deswegen eine schwierige Entscheidung. Okay, schwierige Entscheidung. 22.08.2007 oder 25.08.2007? Puh. 25.08. Warum? Ja. Ist doch klar. Kannst du mit den Daten noch was anfangen? Nee. Okay. Soll ich dir helfen? Gerne. 22.08. Tor gegen Peter Cech mit der österreichischen Nationalmannschaft. Ja. Oder 25.08. dein erster Treffer in der Bundesliga gegen Nürnberg. Ja. 25.08. Ich hab's ja gesagt, war doch klar. Platz 11 oder Weserstadion? Ja, selbstverständlich Weserstadion. Also Platz 11 hat alles begonnen, war auch eine geile Zeit, tolle Spiele erlebt, aber das große Ziel war und ist immer das Weserstadion. Rot-Weiß oder Grün-Weiß? In beiden Farben hatte ich erfolgreiche Zeiten. Rot-Weiß-Nationalmannschaft, VfB Stuttgart, Fortuna Düsseldorf, Grün-Weiß, Werder Bremen, hat alles angefangen, kann vielleicht auch alles enden. Also Rot-Weiß oder Grün-Weiß? Oder. Rot-Weiß oder Grün-Weiß? Grün-Weiß. Vier oder Marschlande? Marschlande. Nord oder Süd? Nord. Hamburg oder Bremen? Wow. In Hamburg sind meine Wurzeln, meine Familie, meine Freunde. In Bremen meine sportliche Zukunft. Auch hier habe ich nie den Kontakt verloren in all meiner Zeit. Auch heute merke ich wieder, ich kehre irgendwie nach Hause zurück. Deswegen aktuell Bremen. Dann machen wir es ein bisschen komplizierter. Weser oder Elbe? Ja, es wird alles nicht leichter. Ich bin ja auch direkt an der Elbe groß geworden. Das macht die Sache echt nicht leicht. Und jetzt im Weserstadion, an der Weser. Ich weiß, es ist eine Oder-Frage. Es muss auch irgendwo mal beides gehen. Geht nicht. Nee. Nö. Elbe. Leine oder Neckar? Leine. Elbe oder Leine? Elbe. Strand oder Berge? Berge. Deutschland Definitiv. Oder Österreich? Deutschland. Restaurant oder Kaffeehaus? Restaurant. Schnitzel oder Bratwurst? Schnitzel. Apfelstrudel oder Kaiserschmarrn? Kaiserschmarrn.
Fisch oder Fleisch? Fleisch. Fight Club oder Meat Club? Meat Club. Netflix oder Amazon Prime? Netflix. Werder TV oder Sky? Selbstverständlich Werder TV. FIFA oder Pro Evolution Soccer? FIFA. Schafherde oder Affenbande? Affenbande. Ja, weil Huub Stevens uns damals als verwöhnte Affen bezeichnet hat, was in Holland so viel bedeutet, einfach so wie verwöhntes Kind. Und klar, die Reaktion war natürlich Tor gegen Hamburg, der berühmte Affenjubel. Und da waren wir eine Affenbande gegen den Abstieg und hat Spaß gemacht. Kind oder kein Kind? Kind. Martin Kind oder kein Kind? Martin Kind. Hund oder Katze? Hund. Ich habe einen Rudel, Labrador-Rudel. Die fressen alles. Herzog oder Junusovic? Junusovic. Mertesacker oder Prödel? Puh. Echt eine schwierige Entscheidung. Von Per habe ich sehr viel gelernt. Zu meiner erfolgreichen Zeit als Rechtsverteidiger durfte ich auch neben ihm spielen. Mit Sebastian habe ich mir jahrelang das Zimmer geteilt. Und beides ist immer noch eine dicke, enge Freundschaft. Klar, ich muss mich entscheiden. Dann sage ich mal, aufgrund der vielen Nächte, die ich mit Basti verbracht habe, Prödel. Frings oder Baumann? Puh, das ist Baumi, Kapitän, die Ruhe selbst, souveräner Sechser. Frings, Lutscher, hat mir übrigens den Spitznamen Hanno mitgegeben. Vielen Dank nochmal. Eine Kampfsau, absolutes Vorbild, auf und neben dem Platz. Also auch da wieder eine schwierige Frage. Aber ich möchte einen Vertrag unterzeichnen, deswegen Frank Baumann. Diego oder Özil? Özil. Ja, mit Mesut habe ich auch noch das eine oder andere Spiel gespielt und sind damals relativ gleich in den Profikader gekommen. Er von Schalke, ich von den Amateuren hoch und hat eine geile Karriere hinter sich gebracht. Beides absolut Riesenfußballer. Diego natürlich auch unvergessen, aber mit Mesut hatte ich dann persönlich einen Draht. Florian Kainz oder Marco Friedl? Kainzi. Max Kruse oder Claudio Pizarro? Max Kruse. Max Kruse oder Daniel Ginczek? Max Kruse. Ach so, okay. Oh, nochmal. Max Kruse oder Daniel Ginczek? Auch wieder schwierig. Beides dicke Kumpels, im wahrsten Sinne des Wortes. Max kenne ich schon sehr, sehr lange, sehr viel länger als Ginny. Aber beide möchte ich nicht missen. Trotzdem die Zeit gewinnt, also Max. Martin Harnik oder Max Kruse? Und abschließend die Frage: Butter bei die Fische oder Zimmerduell? Zimmerduell. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hier gibt es noch mehr Videos, aber auf keinen Fall hier drücken. Mehr Videos? Nicht drücken. Nicht drücken.